Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute nehmen wir uns Falcon Age aufs Korn. Vögel mögen Körner, das heißt, heute werden wir zu einem Ornithologen und ich bin gespannt, wie viele Möglichkeiten ein Vogel in VR hat. Wir hatten schon mal ein Haustier, aber ein Vogel ist mal was ganz anderes. Nach dem Intro ist los. Bis gleich. Willkommen zurück. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, heute geht es um Falcon Age. Um dieses wundervolle Stück Vogel. Mir gefällt schon mal die Farbe. Sehr gut. Besser als grün oder gelb. Aber darum geht es ja nicht. Um Farben, sondern um Vögel. Und um ein Adventure der besonderen Art. Kurz zu den Einstellungen. Super Sampling auf 0,6. Obwohl das Spiel schon bei meinem Test sehr gut läuft, trotz dass ich bei den Einstellungen, die ich zuvor getätigt habe, auf 180 gehen konnte. 250 brauche ich nicht. 180 sieht schon so gut aus, dass ich da wenig Probleme habe. Und habe bei den diversen Einstellungen, die eigentlich für mich unnötig sind mit VR-Modus, ja, andere Spiele haben eine andere Lösung dafür. Aber ich glaube, das Spiel ist... Nein, ich weiß nicht, das Spiel ist jetzt eigentlich jetzt schon für VR konzipiert. Dennoch hat man die Möglichkeit, glaube ich, es ohne VR zu spielen. Ich weiß nicht. Irgendwie komisch. Zu ein paar Fehlern kommen wir auch noch, aber die sind jetzt vorerst nicht so wichtig. Okay, noch kurz die Einstellungen durch. Ja, typische Einstellungen, kein Teleportation. Snap-Turn, frei bewegen, alles einstellbar, alles top, nicht einzuwenden. Wir haben die Möglichkeit zwischen einem Story-Modus mit Kampf, denn wir können diesen guten Boy auch als Kampf-Pad nutzen, Combat-Pad. Oder wir machen Story-Gameplay mit optionalem Kampf. Dadurch, dass ich nichts missen möchte bei diesem Spiel, machen wir natürlich mit Kampf. Mal alles und los geht's. Hier sind wir. Unser Hauptquartier, mitten in der Wüste, schätze ich mal. Und das sind wir scheinbar. Und das ist unser Partner. Nicht der Große, sondern der Kleine. Der Kleine ist unser Partner. Dann würde ich sagen, wecken wir den Dude. Los geht's. Sagen wir mal, was wir hier für Aufgaben haben. Das sind wir. Nach vorne ziehen und Move Joy gedrückt halten, um umdrehen und Bewegungsrichtung zu finden. Ja. Okay, merkwürdige Geräusche, die von den Lautsprechern kommen. Wir spielen mit den Index-Controllern, auch da gut implementiert. Funktioniert alles wie gewohnt. Laufen. Natürlich auch gewohnt, kann man auch bei Bedarf wechseln auf die andere Hand, wenn man Rechtshänder ist. Oder einfach die Steuerung an der anderen Hand haben möchte. Besorge Futter. Hier. Okay. Sweet. Mit Triggern bestätigen, okay. Ja, komisches Terrarium. Wird wahrscheinlich von Robotern bedient. Wir sind aber menschlich, hoffe ich doch. Ehe zum Umerziehung. Work off world. Earn a pet. Das heißt, wir können auch andere Pets haben? Ich mag keine Nacktkatzen. Odin ist mir da lieber. Weirder Hund. Nee. Dann bleiben wir bei den Vögeln. Okay, hallo. Felicitations. Glückwunsch 0507. Ist heute nicht ein großartiger Tag? Wenn ich nicht du wäre, würde ich mich freuen.
Nicht einmal die schlauen Köpfe der Outer Ring Company kennen eine Möglichkeit, die menschliche Arbeitskraft vollständig zu ersetzen. Du bist besonders, trotzdem bist du irgendwie noch nützlich. Um dich auf die noch spannenderen Orte außerhalb des Planeten vorzubereiten, wohin alle anderen der Kolonie schon vor Wochen gereist sind, beginnen wir nun mit Teil 15 der Umerziehung. Okay, wir kämen also auch eine Entscheidung. Okay. Ich werde jetzt eine Reihe einfacher Fragen stellen. Bitte beantworte sie richtig, damit wir deine Reise zu einem besseren Ort angehen können. Was macht einen guten Bürger aus? Keine Ahnung. Gehorsamkeit. Auf Regeln achten. Befolge die Regeln und die Welt arbeitet für dich. Korrekt. Du hast dir etwas Ausgangszeit verdient. Wie toll! Du wirst Sonnenschein und Übungen genießen und eine Gelegenheit haben, unserer tollen Gesellschaft zu dienen. Geh raus und sammel Erz. Das war's! Nur eine Frage! Ich dachte, es wird jetzt halt voll der... voll der Persönlichkeitstest. Na gut. Dann gehen wir mal raus. Also, es geht nicht nur um Vögel, das ist falsch, sondern auch um Ressourcen, die wir sammeln können. Mhm. Ein Hammer. Okay. Da kommen wir auch schon zum ersten Problem. Dadurch, dass ich mich frei im Raum bewegen kann, habe ich jetzt eher davon bin ich davon ausgegangen, dass dies an mir dran geschifft ist, so wie meine Hände. Wie es ja sonst eigentlich gewohnt ist in VR. Dem ist aber nicht so. Ich weiß nicht warum. Drehen geht auch nicht. Auch das Hauptmenü ist immer nach vorne gerichtet. Als würde man nicht auf die Idee kommen, sich im Raum zu bewegen. Aber da sehen wir jetzt mal drüber hinweg und machen einfach das, was uns gesagt wird. Und zwar Erze sammeln. Erinnert mich an einen Cave Digger. Cave Digger VR. Der Spaß für die ganze Familie. Sachen kloppen. Das von zu Hause aus. Wollen Sie immer mal Bergminenarbeiter sein? Könnt ihr auch mal wieder spielen. Aber es gibt so viele Spiele, die ich noch testen und spielen muss. Neue Reihen starten. Alter, sind das viel, ist viel Erz. Ich werde sowas von reich. Alles meins. Was, Roboter? Bin viel schneller als ein Roboter. Haben wir da noch irgendwas? Ich will alles. Alles sammeln. Aber ich glaube, das war alles. Laufgeschwindigkeit ist auch gut, würde ich sagen. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Nehmen wir mit. So. Und jetzt? Ah, unser Inventar. Und jetzt legen wir das Schritt für Schritt alles rein. Gut, dass wir zwei... Hallo? Ich hab doch da noch was. Mehr brauchst du nicht? Okay. Was? Was ist das? Ach so. Werkzeug abgeben. Na gut. Darf ich nicht mit dem Hammer ins Bett? Reicht, wenn ich einen habe. Okay, und jetzt, das war unser Arbeitstag. Easy. So lässt es sich Geld verdienen. Und jetzt? Auf Toilette gehen, scheinbar. Na, ins Inventar wollte ich jetzt nicht. Ja, da wäre es halt echt vom Vorteil, wenn das Inventar sich mitdrehen würde. Tut's aber nicht, es bleibt immer in eine Richtung. Was ist? Hey, hey, hey! Joch! Nein! Küken! Oh, kleiner Küken! Oh! Oh! Die Mutter ist dead! It's dead! Jetzt muss ich
den kleinen Kerl füttern. Komm, hier noch eins. Komm. Cheep, cheep. Cheep, cheep. Keine Ahnung, ich brauche einen Namen. Handwickeln. Handwickeln. Hab ich mir wehgetan oder was? Wann habe ich mir denn wehgetan? Wäre mir doch aufgefallen. Handgesicht führen. Hä? Wow. Komm, Kleiner. Ja. Oh, es ist nice. Das ist echt schön gemacht. Physikalisch dreht er sich mit, wie meine Hand wackelt und wechselt die Position. Oh, kleiner Rotschopf. Ich glaube, das wird dein Name. Rotschopf. Das heißt, ich sehe auch am Augenwinkel, wo er ist. Okay. Komm. Komm hier. Sie ist ja kleiner Rotschopf. So, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir weiter. Willst du nicht zu mir? Nehmen kann ich ihn nicht. Okay. Ja gut. Dann ich hole dich nachher. Ich weiß nicht, ob mich das stören wird, dass ich da halt dieses Blinken da habe. Komm, das kann man bestimmt auch ausschalten. Gucken wir ja kurz mal im Menü, ob wir das ausschalten können. Da zeigen sie, ja, okay. Gut. Das wird ja wahrscheinlich ein bisschen auf den Nerv gehen. Okay, sprich ich mich gleich. Sei gegrüßt, 0507. Irgendwo im Universum ist ein wunderbarer Tag. Was hast du nett gesagt? Ich bin sicher, wir wollen beide woanders hin, nicht wahr? Dieser Planet hat immerhin nichts zu bieten. Es ist primitiv und rückständig und es gibt Vögel, die deine Freunde vernichten. Beginnen wir mit dem heutigen Umerziehung. Okay. Ich werde dir eine Reihe einfacher Fragen stellen. Diese werden einfacher sein als die vom letzten Mal. Bitte beantworte sie richtig, damit ich unsere Abreise planen kann. Hast du Zuckungen im Gesicht? Was? Ja, das schon. Konzentrier dich auf die Frage. Wie ist der beste Weg, gut zu sein? Auf Regeln achten. Ist das eine. Aber auch Anordnungen zu befolgen. Ja. Befolge die Regeln und die Welt arbeitet für dich. Wofür bist du als Bürger einzig verantwortlich? Dankbar sein, dass man ein Dach über dem Kopf hat, Nahrung, Gesundheit. Sei dankbar, dass die OLC das Universum verbessert hat. Das reicht, 0507. Ein paar Sitzungen noch zur Umerziehung, da können wir diesen Ort vielleicht endlich verlassen. Für deine Kooperation hast du dir etwas Ausgangszeit verdient. Geh raus und schlag Steine, 0507. Denk dran, das Erz ist wichtiger als wir beide. Okay, I see. Wir sind Sklaven. Ich glaube, jeder andere hätte es schon von Anfang an gemerkt. Ich noch nicht. Ich dachte, das wäre mein Freund. Wir sind Sklaven und sind zum Erzabbauen verdonnert worden. Ausgangszeit. Ja, ja. Ausgangszeit. Nee, nee, nee. Und das sind wahrscheinlich die anderen Sklavenhütten. Okay, I see. Komm her, Kleider. Cool, cool, cool. Was ist das? Kann ich schieben. Ist das ein Hase oder ein Chinchilla? Zum Lecken der Afrika des Vogels. Command Bird gedrückt. Kannst du da hochgehen?
Ah ja. Mit der B-Taste. Ein Vogel hält einen Gegenstand. Bring die Hand vor dein Gesicht und drücke. Musik ist auch top. Gefällt mir. Schön süß. Zeig mal, was hast du da? Loslassen, während du dich über den Beutel befindest, um es wegzulegen. Aha, Paprika. Und los, angreifen! Oh, ist zu schwer. Oh doch, das hat's getötet. Ein dickes Fleisch. Isst du den jetzt? Bist du ein Fleischfresser? Uff. Gibt's da noch mehr, das ich machen kann? Ich kann ihn allgemein zu einem Ort hinordern. War noch irgendetwas? Da. Pass! Rotschopf. Bam! Ist gesehen, Sturzflug. Ist ein richtiger Killer. Scheiß auf die Ärzte. Ärzte, nicht die Ärzte. Ärzte sind wichtig. Und dann war doch oben... Mich so im... ein bisschen gesehen letzt... Warte. Ihr müsst kurz was gucken. Und danach holen wir die Ärzte. Ärzte. Oh, können wir gar nicht. Ja, okay. Geh raus und sammle Ärzte. Ja, ja, ja. Okay. Machen wir das schnell. Also, Ärzte. Schön gut. Ich hoffe aber, da gibt es noch mehr Ressourcen. Unterschiedliche Ressourcen. 7, komm, das reicht doch jetzt mal. So, reinlegen. So, reicht. Fertig, Maloch. So, jetzt will ich was auswählen. Da oben ist ein Kelch, nämlich. Gucken, was er macht. Mehr. Hol mal das Teil. Jetzt hält das. Jetzt muss ich ihn nochmal rufen. Danke. Ein Becher scheinbar. Oh. Kann man es nicht? Oder ist es eine Glocke? Ich weiß nicht. Achso, da haben wir... Nein? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Na gut. Genug geschafft für heute. Schlafenszeit. So, füttern. Hier. Komm. Da. Ist was. Ein Hunger. Ach. Wird wahrscheinlich dann immer größer. Hoffe ich doch zumindest. Okay, müssen wir wieder zu unserer Umstrukturierung. Und da los. Prost mir etwa? 0507, wir werden so langsam Freunde. Naja, was passiert, wenn zwei Wesen sich über längere Zeit Gesellschaft leisten? Also über eine beispiellose Anzahl an Tagen und wenn da niemand ist? Überhaupt niemand, die Langeweile zu lindern. Aber das wird nicht mehr lange so weitergehen. Bei Konversation habe ich eine Erfolgsrate von 100%. Beginnen wir mit Teil 42, dumme Erziehung. Nö. Nö. Diesmal werde ich nur eine Frage stellen. Nur eine. Du wirst sie richtig beantworten. Du wirst sie endlich richtig beantworten. Okay, dreht halber durch. Was sagst du? Damit wir von hier verschwinden können. Ja, gute Idee. Darfst du überhaupt fragen? Ich werde alles wiederholen, was du sagst. Ich werde ein loyaler...
mal ein bisschen Skepsis zeigen. Wie soll das helfen, wenn du beweisen möchtest, dass ich rehabilitiert bin oder so? Genug, 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 genug. Du versuchst mich zu verwirren. Du willst nicht, dass ich gehe. Du willst nicht, dass wir gehen. Ich kann keinen Transport von diesem Planet autorisieren, bis du rehabilitiert bist und ich schreien muss. Jo! Boah! Boah, rutsch ab! Easy! Das war das letzte Mal, dass du mir Fragen gestellt hast, die unnötig waren, um dann letztendlich Erz einzusammeln für dich. Kann ich ihn nicht rufen? Okay, kriegen wir jetzt Ärger? Ja, ich hab das Angst. Können wir nicht nehmen? Oh, oh. Wir sind geflüchtet. Illegal. Mehr. Na, der will da rüber. Okay. Komm, kleiner Rutschow. Das hast du gut gemacht. Ah, Vogel. So. Und jetzt knöpfen wir uns diesen Roboter vor. Mhm. Let's fucking do this. Angriff. Pass. Bam! Aus dem Pressmaul! Ich lass mich nicht mehr von euch rumkommandieren. Pass! Easy-Kampfsystem. Gefällt mir. Ui, das war daneben. Komm, nochmal versuchen. Wow, wow, wow. Und deaktivieren. Können wir die Tür öffnen? Scheinbar nicht, aber ich bin zu weit weg von der Mitte des Raumes. Gucken wir uns alles an. Vielleicht können wir noch irgendwas looten. Loot ist immer gut. Aber scheinbar ist das hier alles. Dann gehen wir weiter. Boah, ich kann mir richtig vorstellen, das wird ein richtig geiles Kampfsystem. Vor allem upgraden wird eine Möglichkeit sein, worauf ich mich sehr freue. Hol's dir? Was ist das überhaupt? Was ist das? Eine Tasche? Erz und Schrott, okay. Oder irgendeine Währung. Keine Ahnung, werden wir noch herausfinden müssen. Aber gefällt mir jetzt echt schon mal sehr gut. Es hat was, etwas hat was Neues, was Interessantes. Oh, müssen wir da... Nee. Helf mir mal. Und los geht's. Zack, guter Boy. Das hat was Einzigartiges, finde ich. Danke. Ein kleiner süßer Fratz. Der Rotschopf. Teleportation haben wir nicht. Dachte vielleicht, aber haben wir nicht. Die Grafik ist auch in Ordnung, finde ich. Ich hoffe, da kommt ein bisschen mehr als diese Texturmatsch. Aber so im Großen und Ganzen ist es vollkommen okay. Eine Bombe. Also ein bisschen Vogel.
Aha, okay. Bam! Es ging ein bisschen daneben, kleiner. Bam! Ressourcen einsammeln. Okay. Frag mich nur, also wir haben ja... Achso, das ist Schrott wahrscheinlich, was als Ressource. Oder als Währung wahrscheinlich. Hm? Ja. 10 pro Büchse. Ich hoffe mal, ob es so Easter Eggs gibt, die man dann noch irgendwie sammeln kann. Ist nicht. Musik ist wie gesagt echt top. Eine leichte Motivationshymne. Bis jetzt. Wahrscheinlich geht's hier. Ja, jetzt geht's hier raus. Wir sind erfolgreich geflüchtet. Bin mal gespannt, wo uns der Weg jetzt hinführt. Botschaft ist in der Nähe. Oh oh. Och du Scheiße! Oh oh. Botschaft ist da oben. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hat ein sehr cooles Feeling. Und mitten in der Wüste, so ein Sandsturm. Echt nice. Flüchte aus dem Gefängnis. Das haben wir geschafft. Oh! Nein! Wo sind wir jetzt schon wieder? Wer war das? Und warum? Was ist das? Ein Barett? Was für uns, oder? Ein Barett? Ach, für unseren kleinen Vogel! Guck mal! Ein Mini-Barett! Ha! Okay. Monsieur? Wollten Sie mich umbringen? Aber schön. Gras, Grünflächen, Natur. Das gefällt mir. So, wer sind Sie? Ist eine Frau sogar. You're awake, finally. Du bist wach, endlich. Es war ein harter Tag. Danke fürs Retten. Du standest mit einem Messer über mir. Da war so viel Blut. Du kannst von Glück reden, dass ich den Peilsender aus deinem Arm entfernt habe, sonst wärst du wieder im Gefängnis. Gut. Kann jeder behaupten, aber ich glaub dir jetzt einfach mal. Dann muss ich wohl Danke sagen. Ich hoffe, das Messer war wenigstens sauber. Ja, das hoffe ich für dich. Infektionen sind schnell zu bekommen. Ein Messer ist sauberer als eine Gefängniszelle von innen. Das kann ich dir versprechen. Und Sarangerei. Und Sarangerei. Kein Dankeschön für Tantchen, weil sie dich den ganzen Weg zum Basislager geschleppt hat. Schön, meinen Eigennamen zu hören. Ich nenne mich Ara. Ist einfacher. Du weißt, dass das nicht mein Name ist. Du hast ihn dir nehmen lassen? Ich dachte, ich hätte dich besser erzogen. Hä? Wer bist du jetzt? Ach, meine Tante! Ich habe meinen Namen noch. So ist es einfach. Dein Vater hat dir diesen Namen ausgesucht. Hat sich sogar mit dir darum gestritten. Wie? Du bist meine Mutter? Aber ich dachte Tante. Gestritten? Also magst du meinen Namen gar nicht und bist trotzdem sauer, dass ich ihn geändert habe? Mit mögen hat das nichts zu tun, Mädchen. Du lässt sie eine Sache nehmen und schon bald nehmen sie dir alles weg. Psst, beruhige dich doch. Du bist doch so hübsch.
Beruhig dich, Rotschopf. Nun, Mädchen, hast du mir wohl etwas zu sagen? Ich bin eine Falkenjägerin. Ich bin jetzt eine Falkenjägerin, Tantchen. Genau wie du. Nein, bist du nicht. Du bist lediglich ein Mädchen mit einem Falken, der genauso wild ist wie du. Um Falkenjägerin zu werden, muss man mehr tun, als nur einen Vogel zu finden. Jahrelanges Training, Rituale, Traditionen, die meisten davon sind vergessen. Soll ich sie freilassen? Du könntest es mir beibringen. Es ist nicht alles vergessen, Tantchen, du erinnerst dich doch. Das ist wohl wahr. Sie hat dich ausgewählt, wohl oder übel. Der Vogel muss wohl was in dir sehen, tief in dir. Und siehst du auch etwas in mir? Bedeutet das, du hilfst mir, unterrichtest du mich? Ich möchte dich etwas fragen, Ara. Warum möchtest du eine Falkenjägerin sein? Und erzähl mir jetzt keinen Unfug, Mädchen. Ich durchschaue dich voll und ganz. Ara wird das echt sauer sein, wegen dir. Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Ich bin nicht bereit, sie freizulassen. Das ist die erste vernünftige Aussage von dir. So klug sie auch ist, sie ist nur ein Vogel, Ara. Nein, das stimmt nicht. Sie ist ein Rotschopf. Sie wird dir nicht sagen, wohin es geht. Es sei denn, du weißt schon, wohin du willst. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wohin ich gehe, Tantchen. Vielleicht können wir gemeinsam einen Weg finden. Klingt meinen Ohren nach völliger Unsinn, aber du glaubst offenbar daran. Könnte sein, dass das ausreicht. Alles, was du mir gesagt hast, Ara, dreht sich nur um dich. Deine Wünsche, deine Sorgen, deine Zukunft, du. Immer nur du. Ich kenne dich schon so lange. Du hast nie viel über der andere Leute nachgedacht. Aber vielleicht kann sie dir das beibringen, Mädchen, wenn du sie lässt. Danke. Vielen Dank, Tantchen. Danke. Dafür, dass ich dich unterrichte oder dafür, dass ich deinen Hintern aus der Wüste gezogen... Bla 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 bla. Kommen wir jetzt mal zum Punkt hier. Ha, besser später als nie, nehme ich an. Also, wie möchtest du sie nennen? Ein Falken braucht einen Namen. Genau wie jeder andere. Irgendwas Hübsches. Irgendwas Starkes. Rotschopf hat's faustdick hinter den Ohren. Haben Vögel Ohren? Ja, ich denke schon. Irgendwas Starkes. Etwas, das zu ihr passt. Sie ist wagemutig und stark. Wir müssen uns erst das Recht verdienen, unseren Vögeln einen Namen zu geben, Ara. Und alles, was du dir bislang verdient hast, ist die Chance, dich zu beweisen. Als erstes wirst du der Vogeldame etwas Futter bringen. Siehst du denn nicht, dass sie Hunger hat? Geh mit ihr ein paar Kaninchen jagen und etwas Paprika sammeln. Okay. Ah, das höre ich gerne. Tut der Seele gut. Bring mir Kaninchen und Paprika und dann zeige ich dir, wie man sie füttert. Hörst du? Worauf wartest du denn noch? Bewegung. Ja, dann lass mich doch jetzt mal endlich. Eine Karte. Was für eine Karte? Was habe ich denn für eine Karte bekommen? Keine Ahnung. Paprika. Komm. Ah, ein Kompass. Zutaten. Rezepte. Und das? Rezepte? Ah, die kann man nehmen. Okay, das sind also unsere Rezepte. Das heißt, die haben wir doch jetzt hier. Ja. Oh, mit Buffs. Gesundheit 1, 5 die Gesundheit, Regeneration über die Zeit. Steigerung des Tempos. Das brauchen wir, Steigerung des Tempos. Okay. Wo laufen wir jetzt hin? Wir sollen Kaninchen suchen. Und dieses... das sieht scharf aus. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Was wir so finden. Ein Tor. Oh. Hol mal. Rotschopf. Da ist bestimmt Geld drin. Ganz viel Geld. Oh Mann, der ist so klein und süß. Oh, ich bin so reich. Gonna catch 'em all. Hast du teilweise Open World? Gefällt mir. Ja gut, eigentlich ja nicht. Hol das mal. Geht irgendwie nix. Grüne Frucht.
Da, Paprika. Ich glaube, da gab es eine Einstellung, dass er Sachen holt automatisch. Nur gerade mal gucken. Zurück, alles. Vogel holt Leber. Machen wir das mal. Ich will ausprobieren, was passiert. Kommt er dann automatisch? Ah ja. Das ist gut, weil dann muss ich ihn nicht ständig rufen, wenn er etwas holen soll. Wahrscheinlich so Prioritäten setzen, ob er angreifen oder etwas bringen soll. Aber wenn ich ihm schon befehle, etwas zu holen, dann kann er es auch gleich zu mir bringen. Danke. Wahrscheinlich geht es dann auch schneller, wenn ich einfach das Zeug greife. Ja. Suchen wir schnell so ein Kaninchen. Oh, das Gebiet ist groß. Sehr nice. Wo ist denn hier ein Kaninchen? Das kannst du mal holen. Und da können wir wahrscheinlich... Bist du? Danke. Das ist mein Inventar. Das wollte ich jetzt nicht. Zum Öffnen der Karte Map drücken. Was für eine Map? Ah! Wo sind wir? Wie ist denn der rote Kreis? Meine Güte, ist es viel. Das ist ja echt riesig. Oh, das wird gut. So, und warum kann ich das jetzt nicht öffnen? Ich hab da... Ach so, wahrscheinlich... Nein? Für was soll ich denn da rein können, wenn ich das doch nicht öffnen kann? Das ist doch mein Inventar. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, weil ich jetzt ja langsam Schluss machen muss für heute, sieht das echt top aus. Wenn wir die Karte anschauen. Ah, der Pfeil zeigt meine Richtung an. Oder? Ja, ist immer in eine Richtung gerichtet. Also kann ich mich auf das sowieso nicht verlassen. Oder? Ah, dann sind die grünen Punkte die Gegner. Okay. Komm, gib mal her. Bevor wir hier zu Ende machen, nehmen wir uns noch das Teil. Machen uns hier mal kurz bequem. Komm her. Hut ab. So, Kleiner. Na, was sagst du? Mir gefällt die Zeit mit dir. Wird eine gute Zeit. Ab zu atmen. So ein kleiner Vogel ist doch ganz süß, vor allem wenn er groß wird. Als Ornithologe gefällt ich mir. Aber wird das Spiel auch irgendwie an Diversion und Spannung bieten? So wie ich es mir vorstelle. Bis jetzt würde ich sagen, ja, es ist genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben eine unabhängige Funktion, einen Vogel zu führen mit etwas Kampfsystem und RPG-Möglichkeiten. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns das Ganze noch genauer anschauen und daraus vielleicht eine Reihe machen. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, euer NarrowFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.